Christian Schmeier, Paartherapeut Beziehungscoach, frisch von der Gletscherskipiste. Ich glaube, sie meine Sonnencreme hat versagt. Könnte ja eigentlich schlecht werden, Sonnencreme. Ja, keine Ahnung, weil doch ein bisschen viel Sonne abgekriegt. Aber müssen wir jetzt durch. Vielleicht schneide ich euch was rein, war echt nochmal geil. Ich war nochmal Stubaier Gletscher heute und ja, heute haben wir, glaube ich, eine ganz wichtige E-Mail. Du kannst mir auch solche E-Mails schicken oder ein Formular auf liebeship.de. Vielleicht sehen wir uns ja auf der Liebeship-Party, 14.06. Heute geht es um das Thema, ja, so, wir haben unsere Ehe angetoxt und jetzt haben wir den Salat, ne, beziehungsweise darüber bin ich jetzt liebessüchtig geworden, also haben die Ehe geöffnet und war das jetzt nicht doch irgendwie eine scheiß Idee und wo er vielleicht der eine oder andere auch drüber nachdenkt, weil, keine Ahnung, weil wir alle so modern sind und probieren wir das eben mal aus und ich wollte auch da heute mal ein neues Konzept so langsam einführen, was ich so ein bisschen, ja, soll ich mal sagen, hochenergetisches Dating und Liebe nennen würde. Ist vielleicht ein bisschen ein anderer Energiebegriff, als ihr den sonst so kennt, aber da habe ich jetzt mal länger drüber nachgedacht, weil das finde ich ein ganz spannendes Thema. Wie viel Energie gibt es in so eine Beziehung rein? Das wollen wir uns heute mal angucken. Genau. So, während ich jetzt die E-Mail suche, kann ich ja schon mal sagen, dass es den Wutkurs, den ihr haben wolltet, zum Frühbucherpreis gibt. Kommt am 1. Juni raus. Findet ihr da unter den Kursen auf meiner Webseite. Und ja, bietet sich ja mal an, dem zu Frühbucherpreis zu kaufen, weil er danach mal deutlich teurer wird. So, also, sehr schöne E-Mail, muss ich wirklich sagen. So, wo haben wir sie? Da. So. So, hallo Christian, seit einigen Wochen schaue ich deine Videos, also weiblich gelesene Person, in Dauerschleife und habe auch schon den Liebeskummerkurs gemacht. Wenn meine Anfrage eine Überschrift hätte, würde sie wahrscheinlich so lauten, wie man durch moderne Beziehungsformen in die Abhängigkeit rutschen kann. Ja, vielleicht nehme ich das als Titel, mal gucken. Kurz zu mir, ich bin weiblich gelesen, Anfang 40, wohne mit Mann, Hund und Kindern. In Alpennähe, sehr schön. Mein Mann und ich sind seit 22 Jahren zusammen. Wir haben uns ein bilderbuchreifes Leben mit Karriere, Haus, Hof und Kind und Kegel aufgebaut. Ja, und das ist sozusagen ein Leben, wo ihr viel, wie gesagt, das ist jetzt ein etwas anderer Energiebegriff, wo ihr viel Energie reingegeben habt, was aufgebaut hat, was auch einen Wert hat. So, ne? Ihr habt eure Ehe sozusagen aufgeladen. Das heißt, es ist nicht mal, dass alles läuft, aber ihr habt sozusagen Werte geschaffen, könnte man auch sagen. Und man kann diese Werte nur einmal auscashen, ne? Wenn die ausgecashed sind, das kann man machen und das macht das so ein bisschen wie so ein Bankkonto auszahlen, das macht vielleicht Spaß, aber macht vielleicht keine Freude, ne? Ich mache immer so einen Unterschied zwischen Spaß und Freude und muss man halt überlegen, ob man das macht, ne? Und dieses Elend, was wir jetzt hier gleich sehen werden, das ist ja auch Thema in meinem neuen Buch. Lang lebe die Liebe. Wir haben heute das Thema Antoxen hier in dieser E-Mail. Hörbuch ist raus, findet ihr alles auf meiner Webseite. So, ja, gehen wir mal weiter. Wir waren ehrlich und treu, auch wenn es im Bett schon seit 10 Jahren nicht mehr so gut läuft. Ja, wie gesagt, das hilft für das Buch vielleicht auch weiter. Durch dein neues Buch bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass wir wohl eher die unteraktivierte Beziehung haben und mein Mann eher nicht in seiner Polarität ist. Ja, und da macht es eigentlich eher Sinn, da anzusetzen, als was da gleich kommt. Wir streiten selten, verstehen uns prima, aber leben inzwischen zusammen wie Bruder und Schwester. Im Bett läuft nichts mehr. Trotzdem haben wir vor 2 Jahren noch geheiratet. Ja, spätes Heiraten gehört ja auch zu den Risikofaktoren. Ne? Habe ich im Liebescode, der jetzt übrigens auch auf Englisch rauskommen soll, habe ich das auch schon thematisiert. Das spätes Heiraten kann dann auch nochmal so richtig in die Krise stürzen. So, aber gut, schreibst du jetzt nichts zu. Apropos, falls jemand Erfahrungen hat mit Übersetzungen, die auch so ChatGPT nutzen oder DeepL, diese Programme, wenn jemand Erfahrung mit hat, ja, gerne mal in die Kommentare schreiben oder auf unsupportedliebische.de. Gut, also gut, auch erstmal das ist
Ja, gut, ihr werdet eure Gründe gehabt haben. Gut, ansonsten kann das natürlich passieren. Aber man kann die Ehe anheizen, ohne gleich das Kind mit dem Bade auszuschütten. So, ne? Manchmal gelingt es auch nicht. Also ich kann gar nicht sagen, dass es immer gelingt. Aber so, das wäre auch ein super Fall für Paartherapie. Wird eigentlich so ein typisches Paartherapie-Paar. Ne? So, also Ende letzten Jahres nahm unsere monogame Beziehung dann eine 180-Grad-Wendung. Wir beschlossen, die Ehe in sexueller Hinsicht zu öffnen und gaben uns einen Katalog von Regeln. Ja, also die Ehe öffnen ist natürlich ein Antoxen, das ist überhaupt keine Frage. Also warum überhaupt dieser Begriff Antoxen, habe ich hier in meinem Buch benutzt. Das heißt, du kannst, wenn du so das Gefühl hast, du hast dann eine Kontrolle drüber, kannst du, also eigentlich wollen wir Toxizität runterregeln, in, so in Richtung stabilere Beziehung, aber du kannst durchaus den Regler auch nach oben schieben, nur das muss man echt mit Bedacht machen, also du kannst sagen, hey, das ist zu ruhig, jetzt bringen wir mal mehr Spannung rein und ich habe da in meinem Buch, habe ich 3 Level beschrieben und was ihr macht, ist Level 3, ne? Eigentlich fängt man mit Level 1 an und Level 3 empfehle ich auch nicht, weil man, wie wir es ja auch sehen werden, kann man machen, aber davon gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Was ihr macht, davon gibt, ja, das, dann ist der, wie ich immer so schön sage, der monogame Drops ist gelutscht, ne? Das ist echt eine geile E-Mail. Ja, und mit den Regeln, ja, dann gibt man sich immer die Regel, man verliebt sich nicht und bums, verliebt man sich. Also, mit Regeln, also falls jemand da unter den Zuschauern auch sowas macht, haben die Regeln bei euch funktioniert? Ich höre nicht immer nur, man setzt sich Regeln und eigentlich tritt man eine Eigendynamik los, die man irgendwann auch nicht mehr unter Kontrolle hat. Aber ich will das ja gar nicht bewerten. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ne? Wir haben diese Freiheit, das ist ja mal so ein Bereich, der nicht durch Staat und was weiß ich was festgelegt ist, bis zum geht nicht mehr. Ja, also wir sind hier zum Ausprobieren, nur man muss halt immer Konsequenzen leben. So, ne? So, wir hatten gehofft, unsere neue sexuelle Erfahrung mit der Ehe, mit der Ehe bringen zu können und uns so wieder etwas anziehender zu finden. Ich glaube, man nennt das Antoxen. Ja, aber wie gesagt, das ist jetzt nicht das Level, was ich empfehle. Ich beschreibe das zwar im Buch, aber da gibt es noch 2 Level davor. Soweit die Theorie. Mein Mann hat bereits 2 Tage nach dem Öffnen der Ehe ein Date mit seiner Arbeitskollegin. Ich liebe das E-Mail. Also das hatten die garantiert. Ich könnte auch wetten, dass er das vorgebracht hat. Und also ich will mir jetzt da überhaupt nichts unterstellen, aber dass er schon lange darauf gejiepert hat, wann er sie endlich knallen kann. Aber gut, wir sind alle nur Menschen. Naja, das war für mich erstmal ein riesiger Schock. Ich war außerdem eifersüchtig und neidisch. Also man holt sich mit diesen Sachen Dynamiken rein. Und ich glaube, auch in der ganzen Mail steht auch nirgendwo, dass das euer Sexleben jetzt angeheizt hätte. Also von daher hat es nicht mehr was genutzt. Man holt sich 1000 neue Probleme rein. Ne? Und das muss man sich halt echt überlegen, ob das eine gute Idee ist. Ne? Und wie gesagt, man kann so rein freiheitsmäßig kann man das alles machen. Für den Liebeschip, vor allen Dingen, wenn man einen angeknacksten Liebeschip hat, was du, glaube ich, irgendwo mal so ein bisschen andeutest, sind monogame Beziehungen, haben doch viele Vorteile, muss man einfach sagen, ne? Da knallt das Bindungssystem nicht so durch, ne? Aber klar, ich kann auch verstehen, wenn man jetzt, ich würde bei solchen, sowas würde ich immer eigentlich, außer, wie gesagt, könnt gerne mit dem Buch arbeiten da, aber könnt auch gerne Paartherapie machen. Also eine funktionierende Ehe, ich meine, klar, wenn der Drops komplett gelutscht ist, könnt ihr auch mal reinschreiben, was ihr so denkt und man gar nichts mehr fühlt so sexuell oder ist alles nur langweilig und ja, man muss da nicht bleiben so, ne, also es ist halt schwierig, ne. Aber gut, können wir gleich nochmal reflektieren, müssen am Ende der Mail hier. Ich wollte das auch haben, ich melde mich also bei Tinder an und begann mich von einem Datingabend, von einem Datingabenteuer ins nächste zu stürzen. Ja, und jetzt sozusagen casht ihr aus, ne? Ihr habt also eine Beziehung gehabt, wo ihr viel Energie reingesteckt habt, die auf einem hohen energetischen Niveau war und jetzt zahlt ihr aus, ne? So, jetzt sagt ihr scheiß was drauf, Monogamie, Bums, ausgecasht, sonstige Sachen ausgecasht und ja, und jetzt kommt ihr oder du zumindest
kommt jetzt in so eine Niederschwingung. Ich weiß nicht, ich will das gar nicht bewerten, ne? Nur, das ist jetzt, jetzt kommst du von Freude in Spaß, kurzfristigen Spaß, und das ist, hat halt eine niedrige Schwingung, und das muss man sich mal überlegen, ob man irgendwas, wenn man schon irgendwas geschaffen hat mit einer hohen Schwingung, also wie gesagt, keine Wertung ist, und dann auscasht, ob das eine gute Idee ist, so, ne, weil jetzt von irgendwas, was einen hohen Wert hat, ne, eine Ehe, die lange aufgebaut wurde, ne, mit Vertrauen, kommst du jetzt in absoluten Dopaminsumpf, Tinder rumvögeln, Oh, letztlich muss das hier auf euch selber wissen, ne? Was soll ich dazu sagen? Also war erstmal unheimlich aufregend. Ja, wie gesagt, das ist das Auscashen hier, ne? Mein Mann ging einmal die Woche zu seiner Arbeitskollegin, war für die Familie da und hatte ein für ihn bestimmt hammergeiles Leben. Ja, also ich kann das jetzt auch nicht sagen, dass das jetzt falsch ist oder so. Also es ist, muss einfach nur immer überlegen, ob man die Bissen schlucken kann, die man sich da serviert, und scheinbar kann dann man das schlucken, aber wie gesagt, da kommen wir gleich nochmal drauf. Dass ich mich beinahe wie süchtig von einem Date ins nächste stürze, also für dich hat es ein bisschen desaströse Konsequenzen, war für ihn verstörend, und er sagt, ich soll das doch ruhiger angehen lassen. Ja, also das ist halt das Problem, du kannst nicht alles aufreißen, ne? Das ist so wie mit Drogen experimentieren, du kannst nicht sagen, da fängst du an mit hier so Jürgen Zietlow-mäßig, fängst du an mit Drogen zu experimentieren, und dann sagst du irgendwann, ach, jetzt lasse ich es mal langsam angehen. Ja, da hängst du aber schon drin. Schließlich lernte ich über Tinder einen Mann kennen, der seit 3 Monaten getrennt war und gerade eine eigene Wohnung sucht. Da ich bei Tinder ja nur eine sexuelle Beziehung suchte und offen mit meiner Ehe umging, schien ich das Einhorn für die Männerwelt gewesen zu sein. Leicht zu, also steht hier wirklich so, ne, leicht zu, ja, wisst schon, aber ungefährlich in Bezug auf Drama oder Beziehungen. Ja, das lässt sich halt nur alles nicht planen, ne, so sobald die ganzen Dopamin- und Stresshormone und Bindungshormone, sobald man in diesem ganzen Cocktail hängt, hat man keine Kontrolle drüber, ne. Dieser Mann faszinierte mich schon beim ersten Treffen, ja. Wir wissen ja, was das heißt meist, ne? Keine Affäre fühlt sich so richtig an wie die falsche. Tja. Aber gut, ist wie es ist, ne? Wohlgemerkt ging es ja nur um das eine, aber er war so anders als seine anderen Dates bevor. Ja, vielleicht, naja gut. Vielleicht ist er auch so ein bisschen Toxi-Toxi, wir wissen es nicht, ne? Sehr gefühlvoll, empathisch. Dazu fand ich seine Trennungsgeschichte so interessant, dass sie meiner Ehe so den Spiegel vorhielt. Und ich dachte, er berichtet gerade aus meiner Ehe, nur dass wir ja nicht getrennt sind und das eigentlich auch nicht zur Debatte stand. Er machte von Beginn an klar, dass er nur das eine wollte und nicht bereit für eine Beziehung war. Ja, man kann ihm jetzt ja eigentlich keinen Vorwurf machen, ne? Nicht nur eigentlich, kann man nicht. Wie gesagt, auch er begibt sich natürlich in diese Gewässer, ne, eine Frau zu daten, die in der Ehe ist, aber ist ja heute alles easy, ganz normal, ne, scheiß was drauf. Er macht mir von mir, außerdem hoffe er, dass ich mich nicht verliebe, dadurch hätte er schon so einige Frauen verloren. Oh Gott, ist das anhört, ey. Das ist ja auch so, diese Paradox, ne, die Männer, die wollen, dass sich die Frau verliebt, da verliebt sich die Frau nicht, und die Männer, die sagen, boah, bloß, verlieb dich bloß nicht, bums, ist die Frau verliebt, ne? Ja, auch verrückt alles. Dadurch hätte ich eigentlich stutzig werden müssen. Meinst du? Nein. Wenn wir uns verabredeten und ich mich über ein Date freute, entgegnete er sofort, dass wir kein Date haben, sondern SWX. Ja, also ich kann euch nur sagen, selbst wenn ihr so ein Leben lebt, ist es kein Grund, sich in toxische Dating-Abenteuer zu stürzen. Und nochmal, wer weiß es, was ist meine Definition von toxisch? Nicht, dass es narzisstisch, sondern dass es dich liebessüchtig macht. Und das ist eindeutig der Fall. Es macht dich liebessüchtig, deswegen ist es für dich toxisch. Und das ist meine ganze Arbeit, euch da rauszuhalten, ob ihr jetzt, gut, von Dreiecken meiner Ansicht nach sind Brutstätten für Toxik. Aber wenn ihr jetzt ein abgesprochenes Dreieck hättet, was für dich perfekt funktioniert, würde ich jetzt nichts sagen, ne? Würde ich sagen, gut, ne? Deine Entscheidung, alles gut. Aber in dem Moment, wo es dich liebessüchtig macht, ist es leider Dreck. Ne? Und da kann man auch nicht sagen, ja, der ist anders. Ja, ist es für dich, ist es Dreck, ne?
Und da ist eigentlich alles gesagt. Und da muss man auch sagen, hey, das ist ja schön, dass die Drogen so reinkicken, aber es tut mir nicht gut, ne? Weil es geht immer gleich aus. Auch in dieser E-Mail wird es wieder gleich ausgehen. Also insofern, was auch immer er alles korrekt abgesprochen hat, für dich ist es toxisch, ne? Fertig, ne? So, wahrscheinlich auch, weil er emotional nicht verfügbar ist und so. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht wieder alles hierher beten. So, wir hatten stundenlang Toxi-Toxi, Sexy-Sexy und so Leidenschaft, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe, bla bla bla. Ja, ich habe ja auch, guckt euch meine Videos an über toxischen Sex. Auch er sagt, dass er solches SAX noch nie hatte. Ja, aber scheinbar ist ja nicht so gut, dass er, ich meine, selbst viele, viele Männer, wenn sie richtig verknallt sind, die wollen auch monogam sein, ne? Oder sind dann monogam. Er macht überhaupt keine Anstalten. Ich meine, naja. Im Spaß und völlig ahnungslos, was ich da sagte, merkte ich an, dass ich wohl süchtig nach ihm sah. Ja, und damit ist es für dich toxisch, ne? Unsere Treffen wurden durch mich initiiert immer häufiger. Wir trafen uns meist bei ihm, verließen das Haus. So, war alles supi, tolli, 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 kuschel, kuschel, rammel, rammel. In den Tagen dazwischen hörte ich nichts von ihm. Auf meine Nachrichten antwortete er manchmal stundenlang nicht. Ja, das, was macht süchtig? Hin- und Herverhalten, ne? Heiß, kalt. Ist wie aus dem Lehrbuch, ne? Aber er macht nichts falsch. Du musst hier eigentlich die Notbremse, musst sagen, hey, das macht mich addicted. Das ist nichts für mich, ne? Klar, er könnte ein bisschen für dich mitdenken, aber in so einer Konstellation kann man es von ihm vielleicht auch nicht erwarten, ne? Auf meine Nachrichten antwortet er manchmal stundenlang nicht, ich habe ihn selten kontaktiert. Also man merkt auch, dass du überhaupt, muss ich leider wieder sagen, deswegen wäre Modul 1 auch noch zusätzlich was für dich, überhaupt keine Standards hast, ne? Also selbst bei einer Affäre, finde ich, ist das nicht akzeptabel, dass man sich nicht zurückmeldet, ne? Weil genau das dann passiert, was hier passiert, ne? Wenn ich da war, redete er davon, dass er mir eine Parkkarte besorgen wollte. Also man sieht wirklich, wie das Energieniveau runterrutscht, was wir da im Sommer machen wollten und so. Future Faking, ja wahrscheinlich. Da ich immer nachts zum Auto ging und irgendwann Angst hatte, forderte ich ein, dass er mich zum Auto bringen soll. Das tat er auch mit Abschiedskurs, ob ich gut zu Hause angekommen sei, hat er nie gefragt. Ja, du bist in keiner Beziehung, ne? Also du jetzt, das ist halt das Problem. Diese ganzen Regeln sind für den Arsch, ne? Du möchtest jetzt gerne in so ein Beziehungsding gehen. Geht aber nicht, ne? Da er nebenbei noch andere Frauen datete, also meiner Sicht nach ist das eine sehr toxische Konstellation. Wie gesagt, heutzutage, wo wir ja jetzt bald unser Geschlecht jährlich wechseln können, ist das natürlich alles super, aber es hat, könnt ihr denken, was ihr wollt, es hat Konsequenzen, ne? Er hat mich auch niemals in meinem Namen angesprochen und angeschrieben. Oh Gott, wo sind meine Standards, ey? Da nebenher noch andere Frauen hatte, wollte er nicht durcheinander kommen. Schreibt mir bitte nicht mehr solche Mails. Ich kann das nicht mehr. Ich kann das hier noch gar nicht gelesen. Ich kann das nicht mehr. Oh Mann, ey. Was für ein Typ. Aber ich meine, klar, da muss man sich schon überlegen, warum finde ich den so klasse, ne? Weil ich meine, so auf Papierform ist jetzt nicht so gut, sag ich mal. Oh Gott, ist das schlimm, ey. Also dachte ich zumindest, dass er nicht miteinander kommen wollte. Ja, bestimmt. Manchmal erzählt er mir Dinge auch doppelt. Oh Gott, wie schrecklich, ey. Da er eigentlich meine Fahrtkosten und Parkgebühren zur Hälfte mittragen wollte, er hat es wie im Puff hier, ne? Ich dies aber ablehnte, lud er mich ins Kino mal zum Döner ein. Ja. Was soll ich dazu sagen? Als er mir dann nachts noch sagte, dass er mich sehr gern habe, wertschätzte, aber Angst habe, dass zwischen uns zu ernst wird und er wollte ja nur den Bettspaß, bin ich trotzdem in den Liebeshimmel geflogen. Ja, es ist leider wieder alles dabei. Ich konnte nichts mehr essen, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten. Ja, wissen wir ja. Also damit ist, denke ich, der Drops gelutscht, der Liebessucht Drops. Mein Mann, meine Familie war mir fast egal. Das ist halt was passiert. Das ist wie eine Droge, ne? Ich bot mich ihm regelrecht mit allem an, was irgendwie Spaß im Bett macht. Ja, du bist jetzt wie, sorry, dass ich das so sage, aber du bist wie, was wenn du anschaffen gehst. Also ich will das jetzt nicht vergleichen, kann man jetzt nicht vergleichen, aber von der Energie, also als wenn du so einen Zuhälter hast, ne, der dich mit Drogen gefügig gemacht hat, was man ihm jetzt nicht unterstellen kann, kann man ihm nicht unterstellen.
Aber so ist das jetzt, ne? Und das ist so richtig niederschwingend, ne? Du bist wirklich von hochschwingend, seid ihr, ich weiß nicht, wie dann, was mit deinem Mann da ist, weiß ich nicht, bist du auf jeden Fall richtig im Sumpf angekommen. Aber gut, das passiert im Leben, ne? Kann man auch wieder daraus lernen. Ja, ist, wie es ist, ne? Nutzt das glücklicherweise nicht aus, also jedenfalls nicht so, als dass ich meine Würde ganz und gar verloren habe. Mein Selbstwert ist aber wahrscheinlich im Keller, ja, da gehe ich offen aus. Mein Mann und meine Freundin machen sich zunehmend Sorgen, dass es mir auch seit 3 Monaten nicht gerade besser geht. Ja, das Liebessucht lutscht einen komplett aus, ne? Dann stand bei mir medizinische Behandlung an und es war klar, dass ich 4 Wochen keinen Verkehr haben durfte. Ja, da hat es das Universum dir aber zu Hilfe gekommen. Du kannst deinem Schutzengel mal Danke sagen. Ich fragte, ob wir uns dann trotzdem treffen können zum Spaziergang und zum in der Bar zum Knutschen. Das lehnte er ab. Geiler Typ. Aber wie gesagt, leider kann ich jetzt nicht sagen, dass er mich irgendwie angelogen hat. Ich bettelte fast, aber er wollte nicht, dass es ernster wird, obwohl er so gern gibt und wir uns ja so gut tun. Also ich, so ein bisschen manipulativ scheint er mir ja schon zu sein. Aber das ist hier jetzt nicht mal so Schwerpunkt heute. Als er mir beim vorletzten Treffen vor der Behandlung sagte, wie toll er mich findet und wie viel ich ihm bedeute, ja, scheinbar ja nicht, sonst wird er sich vielleicht deinen Namen merken. Also es passt halt alles nicht zusammen, ist nur Gelaber, ne? Dass ich eigentlich nicht seine Traumfrau bin, denn das, er schafft es wirklich, hot and cold in einem Satz zu machen. Und er ist nicht kribbelt, er weiterhin nur Bettsport, wo er Leute, das ist so richtig definiert, super niedrige Energie, ne? Könnt ihr machen. Na, könnt ihr euch auch hier Hasenheide gehen in Berlin und euch das Zeug da reindrücken, ist letztlich das Gleiche so, ne? Sorry, dass ich das so sagen muss. Sein trauriger Blick und seine lieben Worte ließen mich aber scheitern. Ach Gott, ey. Minimaler Aufwand. Gut, ich spule mal ein bisschen vor. Da habt ihr so ein bisschen hin und her. Gut, hat er nach der Behandlung wenigstens gefragt, wie es dir geht. Aber du hast dann Kontakt jetzt schon zum zweiten Mal, das habe ich jetzt mal übersprungen, abgebrochen. Ich löschte dann alles, alle Chats, alle Dating-Apps, nur blockierte ich ihn bei Insta nicht. Ja, also wie gesagt, ich verstehe, dass das ein Weg ist zu Nullkontakt. Aber sobald man liebessüchtig ist, gibt es kein Vertun mehr, gibt es nur noch die Lösung Nullkontakt. Wenn ihr meine Arbeit nicht kennt, da bin ich knallhart. Insofern, ja, es bringt jetzt nichts, wenn du ihn nicht blockierst, ne? Nach 2 Wochen schrieb er mir, warum ich ihn überall gelöscht habe. Ich bat um ein kurzes Treffen, um ihn endlich loslassen zu können. Ja, das ist so, kann ich nochmal Pulle Schnaps trinken, um den Alkohol loszuwerden, aber naja, was man alles so macht, ne? Beim Treffen fragte ich dann nochmal, ob er mich nicht weiter kennenlernen wollte. Das verneinte er. Also das ist eure ganze Öffnung der Ehe, ist jetzt übrigens gar nicht mehr Ehe, ist, kann man glaube ich sagen, komplett gescheitert. Dass ich das auch wirklich beende, dass er mir nicht gut tut. Ja, super. Also dafür wirklich Glückwunsch, dass du das doch ja auch relativ schnell gemerkt hast. Nun haben wir seit 3 Wochen keinen Kontakt mehr. Ich denke, dass er mal nie wirklich bewusst wehtun wollte. Und dass er auch gar keine Lust auf Drama hat und sich deswegen auch nicht mehr melden wird. Hoffen wir es mal, weil für dich war der echt Kryptonit. Nun habe ich das große Problem, dass ich da trotzdem nicht wirklich rauskomme. Ich habe mir auch Hilfe vor Ort gesucht. Mein Psychologe sagte mir, dass ich emotional und sexuell abhängig sei. Ja gut, das ist wohl ziemlich evident. Mein Verstand ist völlig klar, aber meine Gefühle spielen richtig verrückt. So ist das. Ich kontaktiere ihn nicht, mache sämtliche Übungen aus dem Liebeskummerkurs, dazu noch Stefanie Stahl und komme immer zur Erkenntnis, dass da einiges aus meiner Vergangenheit aufzuräumen habe. Ja, ich bin ja immer in meinem Programm wirklich für die naheliegenden Sachen und das heißt in deinem Fall, weißt du ja auch, dann null Kontakt, null Kontakt, null Kontakt, ablenken, Bänder trennen und alles andere, also wenn man wirklich aus der Sucht raus ist, so, dann kann man mal gucken, muss ich da jetzt noch was mit machen mit innerem Kind, bla bla bla. Übrigens, wie viele Leute Alkohol in der Familie hatten, das scheint wirklich einer der größten Faktoren zu sein für liebessüchtige Beziehungen. Ja, aber das ist einfach zu verstehen, dass das dir nicht gut tut, ne? So, ich war schon richtig gut drauf und hatte ihn halb vergessen und ohne irgendwas bin ich gestern früh aufgestanden und war alles wieder da. Ich hatte schon immer Probleme mit PMS. Kann es sein,
dass der Entzug vor der Periode wieder durchkommt. Ja, also absolut. Das ist, du bist halt wie so ein Junkie und die Leute aus AA, die sagen immer, nicht zu hungrig, nicht zu allein, nicht zu wütend, nicht zu traurig, glaube ich, oder irgendwie sowas. Gibt es immer so ein Akronym, HALT, also HALT heißt das, H-A-L-T, Hungry, Angry, Lonely. Oh, was ist T jetzt? Weiß ich gerade gar nicht. Also die ganze Idee dahinter ist, sich so in so einem Gleichgewicht zu halten, weil jede Abweichung vom Gleichgewicht kann schon wieder Rückfallgefahr auslösen und da wird jetzt PMS auch drunter fallen. Ne? Ich bleibe weiterhin stark und kontaktiere ihn nicht, auch wenn Engelchen und Teufelchen stark in mir kämpfen, aber wann hört das endlich auf? Ja, da das ja nur so, wie ich das hier so lese, 3 Monate war, gut, das hängt nicht unbedingt von der Länge ab, sondern von der Toxizität so. Trotzdem ist es schon eher kurz und ich bin, also wenn du jetzt wirklich innerlich wie äußerlich nur Kontakt hältst, wird es sicherlich bald besser gehen, ne? Also ich denke, wenn du wirklich so richtig knallhart 3 Monate nur Kontakt machst, sollte es dir eigentlich schon deutlich besser gehen. Das ist echt das Beste, was du machen kannst jetzt, ne? Das wird schon. Es ist die Hölle auf Erden, ja, das ist ein Entzug, ne, von körpereigenen Drogen. Obwohl es nur 3 Monate waren, aber 3 Monate Toxi, vermute mal Bettsport ohne Ende, ja, es fuckt halt das Gehirn komplett ab. Du hast es einmal so richtig ausgecashed, ne. Ich schäme mich so, dass ich mich so angebietet habe. Naja, also Scham gehört auch, Scham ist eigentlich so ein Ursprungsgefühl, gibt ja auch so einen Begriff toxische Scham, aber mein Gott, wenn man Junkie war, war man Junkie. Ist nicht schlimm, ist mir auch schon passiert, also ist echt überhaupt kein, muss man sich nicht für schämen, einfach stumpf die Sachen machen und fertig. Mein Arzt hat zu einer Datingpause von 1 Jahr geraten. Ich meine, Datingpause, du bist immer noch in der Ehe, wollte ich nur mal sagen, ne? Die ich bisher auch befolge und auch befolgen werde. Auch soll ich keine Entscheidung treffen, was Ehe und Haus und so weiter betrifft. Okay, ich fühle mich momentan nichts mehr für meinen Mann. Das hat ja richtig gut funktioniert. Okay, und kann mir auch nicht vorstellen, dass es jemals wiederkommt. Deswegen habe ich gerade ein bisschen gestutzt mit gut, Haus, okay, aber Ehe. Ist nicht eure Ehe völlig am Ende jetzt? Fragezeichen, ne? Und vielleicht kann man ja auch nochmal in der Paartherapie gucken, aber also du hast vorher nichts gefühlt oder vorher hast du was gefühlt, jetzt fühlst du gar nichts mehr. Also klar, jetzt müssen die ganzen Rezeptoren erstmal wieder. Also ich würde deinem Arzt trotzdem sogar recht geben, das jetzt übers Knie zu brechen, aber würde mal sagen, so hat die Situation eurer Ehe, glaube ich, jetzt nicht verbessert, vor allen Dingen, weil er ja seine Arbeitskollegin weiterhin durchnagelt und also das ist halt das Problem. Man gibt ein Gleichgewicht auf und es ist Chaos jetzt hier. Und jetzt kann man natürlich sagen, geil, Chaos, schön, ne? Wollen ja was erleben im Leben hier so, ne? Aber ob sich eure Ehe davon wiederholen wird, schauen wir mal. Kannst ja nochmal schreiben irgendwann. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es jemals wieder so kommt. Naja, das sagt ja schon eigentlich alles, ne? Also ich denke, du hast dich jetzt komplett entliebt und da wird man sich irgendwann mal, nachdem, wenn du das jetzt mal hinter dir hast, denke ich, wirst du dir automatisch Gedanken drüber machen, ob das denn so das Richtige ist. Vor allen Dingen, weil du vielleicht zu dem Schluss kommst, dass für dich offene Beziehungen nichts sind, ne? Und jetzt ist sie aber offen und dann kriegt man sich nicht mehr geschlossen. Das ist nämlich genau das Problem, ne? Er wird seine Arbeitskollegen nicht aufgeben, ne? So, er fährt immer noch regelmäßig zu seiner Kollegin und wir sind so weit voneinander entfernt wie nie. Ja, lasst euch das eine Mahnung sein, falls ihr euch das auch so vorstellt, das so zu machen. Immerhin hat meine Sexbeziehung mir gezeigt, was ich will, nämlich eine gesunde Beziehung und eine gute Beziehung zu mir selbst. Ja, und du kannst ja auch eine neue, feste, monogame Beziehung haben mit mehr, wo du sagst, hey, vielleicht hast du jetzt einfach totgelaufen mit meinem Mann, wir gucken mal, was wir jetzt machen, vielleicht trennen wir uns. Und du kannst ja eine neue Beziehung haben, wo du einfach glücklicher bist, das ist ja total okay, nur diese ganze Kuddelmuddel ist halt schwierig, ne? Die modernen Konzepte von Liebe und Beziehung kommen für mich nicht mehr in Betracht. Ja, und das hast du jetzt gelernt und dafür war es doch gut, wir sind auch hier zum Ausprobieren, ne? Ich bin da so reingerutscht und kann andere ja nur warnen, die Finger vor
von offener Ehe, Freundschaft, Lust und so weiter zu lassen. Mein Leben ist gerade völlig im Umbruch und ich hoffe, dass dies keine tiefen Wunden mehr hinterlassen hat. Ja, es war schon echt ein Einschlag, ne? Lieber Christian, vielleicht hast du noch ein paar liebe Worte und Hinweise für mich und magst den anderen Nutzern jetzt zeigen, wie schnell so moderne Experimente schiefgehen können. Ganz liebe Grüße. Ja, also kann passieren, gräm dich jetzt nicht. Also immerhin bist du nach 3 Monaten gleich wieder rausgeflogen. Jetzt komm erstmal zur Ruhe und dann würde ich ganz nüchtern, also da hat dann Art schon recht, also ganz nüchtern und trocken dann in aller Ruhe Entscheidungen treffen, wann auch immer die anstehen dann. Ne? Aber erstmal schön null Kontakt, ne? Was denkt ihr dazu? Schreibt es gerne rein, unterstützt mich gerne mit Abo und so weiter. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.